Europäischer Impfpass soll ab Juli Reisen erleichtern. Sommerbeginn am Balaton mit kleinen Lichtblicken. Die Burg von Schümeck, ein Bollwerk gegen die Türken. Und zwei Häuser am kleinen Balaton. Diese Themen also heute in der jüngsten Ausgabe von Unganimo TV. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute dabei sind am 5. Juni. Und an diesem Tag begrüße ich Sie schon aus einem ganz anderen Ungarn als noch vor zwei Wochen oder als noch vor einem Monat. Denn hier in Ungarn hat sich eine ganze Menge verändert. Besser gesagt, es hat sich fast alles verändert in Ungarn. Denn heute spricht man in den Privatgesprächen überhaupt nicht mehr über Corona oder über die Impfungen. Man hat schon ganz andere Themen. Wir haben generell das Gefühl, als wäre alles vorbei und als wären wir wieder frei. Zumindest ist das im Alltagsleben auf jeden Fall so, auch wenn man in den Nachrichten noch über ganz andere Sachen spricht, die mit Corona zu tun haben. Aber auf jeden Fall gibt es auch sehr optimistisch stimmende Anzeichen dafür, dass alles auf dem besten Wege ist. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt so bei 200 oder bei 300. Das ist wirklich nicht mehr viel. Natürlich schlimm für die Betroffenen, aber generell eine Tendenz, die in die positive Richtung geht. Gestern gab es auch schon ein großes Konzert in Budapest mit 5000 Zuschauern, Zuhörern. Also das war auch das erste Mal. Und gestern hat die ungarische Mannschaft die Landesauswahl auch gegen Zypern gewonnen. Zwar nur 1-0, aber gar nicht das Ergebnis war wichtig, sondern dass auch an diesem Fußballspiel mehrere tausend Menschen teilnehmen konnten. Also das Spiel fand endlich wieder vor einem zahlenden Publikum statt. Also das sind schon mal gute Sachen und alles andere, was in der vergangenen Woche wichtig war in Ungarn, das erzähle ich Ihnen in den nächsten Minuten. 54% der Ungarn seien bereits geimpft. Ungarn sei das einzige Land in der Europäischen Union, in dem kein Impfstoffmangel herrsche, sondern sich jeder mit dem Impfstoff seiner Wahl könne impfen lassen, sagte Ministerpräsident Viktor Orban in einem Rundfunkinterview am Freitag. Da bereits alle geimpft seien, die es gewollt hätten, würden viele Impfstationen schließen, so dass man sich vor allem bei den Hausärzten werde impfen lassen können, so Orban. Mit Gedenkveranstaltungen im ganzen Land gedachten die Ungarn am 4. Juni des Diktats von Trianon bei Paris, mit dem die Siegermächte des Ersten Weltkrieges 1920 66% des ungarischen Staatsgebietes abtrennten und den teilweise neu geschaffenen Nachbarländern zuschlugen. Im Parlament konnte von den Interessenten die Heilige Krone frei besichtigt werden. Auf dem Kossuth-Platz in Budapest wurde eine Freilichtfotoausstellung über die abgetrennten Landesteile eröffnet. Viele Ausflugsgruppen besuchten auch die Gedenkstätte der nationalen Zusammengehörigkeit in Budapest. Der nationale Zusammenhalt über die heutigen Landesgrenzen hinaus sei heute stärker als je zuvor, sagte zum Tag Ministerpräsident Viktor Orban. Der 4. Juni ist in Ungarn offiziell der Tag der nationalen Zusammengehörigkeit. Bis zum 15. Juni werde die digitale Version des ungarischen Impfpasses den Typ des Impfstoffes und die Zeitpunkte der beiden Impfungen beinhalten und damit den Normen des EU-Impfpasses entsprechen, sagte am Donnerstag Kanzleiminister Gergely Gulyás. Ab dem 1. Juli sollen europäische Bürger mit dem Impfpass, den man nach Impfungen, nach einem negativen Test oder nach einer überstandenen Corona-Erkrankung erhalten kann, wieder freier reisen können. Mit dem Verdacht auf die Vorbereitung von terroristischen Handlungen nahm die Spezialeinheit der Polizei einen 21-jährigen Studenten in Kecskemét fest. Der Mann habe, so die Polizei, im Internet einen Eid auf den Islamischen Staat geleistet und er soll angeboten haben, terroristische Handlungen durchzuführen. Er soll im Internet auch um Anleitungen zum Bau einer Rohrbombe gebeten haben. Das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal erreichte nicht 1,9, sondern 2%, gab Wirtschaftsminister Mihai Vorgo bekannt. Vorgo betonte, dass die Regierung weiterhin die Politik der Steuersenkungen verfolgen werde, mit dem primären Ziel, die Belastung der Löhne weiter zu vermindern. Diese seien in den letzten 6 Jahren von 28% auf 15% reduziert worden. Einige Experten erwarten für 2021 ein Wirtschaftswachstum von bis zu 6%.
Eine Wanderausstellung wird in den kommenden Monaten an den Polizeiterror 2006 erinnern, gaben die Leiter des Forums Ziviler Zusammenhalt bekannt. Als 2006 der damalige sozialistische Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány in der berühmten Rede von Özil zugab, vor den Wahlen 2006 anderthalb Jahre lang Tag und Nacht gelogen zu haben, um die Wahlen zu gewinnen, gab es in ganz Ungarn heftige Proteste, worauf die Polizei mit nie dagewesener Brutalität reagierte. Es ist schon eine ganz interessante Geschichte mit diesem T-34 Panzer 2006 in Budapest. Unter den Demonstranten gab es zwei Leute, die seinerzeit in ihrer Armeezeit so einen Panzer gefahren haben. Sie hatten dann die Schnapsidee, diesen Panzer dort zu kapern und mit ihm loszufahren. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Nach wenigen Metern oder nach wenigen hundert Metern war ja der Sprit wieder aus. So viel also zu diesem Panzer damals vor 15 Jahren. Und in den nächsten Minuten wollen wir wieder ganz optimistische Töne anschlagen. Denn, wie ich schon am Anfang der Sendung es gesagt habe, haben wir in Ungarn das Gefühl, dass es wieder aufwärts geht. Und das gilt hoffentlich auch für den Tourismus. Und den 1. Juli haben wir schon im Auge, wenn wir darüber sprechen. Aber in den nächsten Minuten möchte ich Sie zunächst zu einem Spaziergang in Hewis und Gestei einladen. Wir sind am Freitagnachmittag dort spazieren gegangen. Die Terrassen waren eigentlich relativ gut gefüllt am Freitagnachmittag, als wir losgezogen sind in Hewis. Wir haben auch relativ viele Leute getroffen, wenn auch natürlich etwas weniger als in anderen Jahren. Aber auch der kleine städtische Zug, der Dotto fährt wieder und auch viele Leute waren unterwegs zu dem Thermalbad. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, auch deshalb, weil da gerade Umbauarbeiten stattfinden. Was aus dem Sommer wird, wissen wir natürlich noch nicht, aber auf jeden Fall zeigt Hewis neue Lebenszeichen. Wir haben hier Touristen getroffen, in vielen Sprachen haben sie sich unterhalten, also das ist schon ein gutes Zeichen. Mal sehen, was die nächsten Wochen bringen. Das Seebad ist auf jeden Fall geöffnet und es war auch relativ gut besucht am Freitag. Im Moment sieht es so aus, dass man ins Thermalbad in Hewis nur mit dem Impfpass rein kann, mit dem ungarischen oder mit dem Impfpass jener Länder, mit denen Ungarn schon Vereinbarungen getroffen hat über die gegenseitige Akzeptanz. Aber ab dem 1. Juli werden auch die europäischen Impfkarten in Ungarn gültig. Und wir hoffen, dass sich bis dahin auch noch andere Sachen tun werden, damit alle Leute hier nach Hewis und ins Thermalbad kommen können, die es möchten. Ja, es werden sicherlich viele sein, die nach Ungarn und nach Hewis möchten. Man kann nur darauf hoffen, dass diese Bilder noch mehr Menschen zeigen werden, wenn wir in den nächsten Wochen Bilder in Hewis drehen. Unsere Lieblingskonditorei ist auf jeden Fall schon geöffnet, wie auch diese Bildergalerie. Dass die Grenzen zu sind, ist natürlich vor allem für die Hotelbesitzer und für die Appartementbesitzer ein großes Problem, denn man hat davor Angst, dass in der Saison sehr viele der Stammgäste nicht einreisen können. All diejenigen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten dafür gesorgt haben, dass der Tourismus auch hier in Hewis und überall am ganzen Westbalaton immer bessere Zahlen verbuchen konnte. Leute sind also schon da, aber manche Hotels werden trotzdem gerade in diesen Monaten renoviert, wie auch hier dieses Hotel in der Petőfi-Straße. In Gestei ist die Situation ganz ähnlich, hier die Mole in Gestei im Hafen, auch da haben wir viele Leute getroffen. Aus allen Generationen kann man sagen, hier zum Beispiel viele Kinder, die mit dem Schiff gefahren sind. Selbst das Café hinter mir ist schon geöffnet und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die touristische Saison beginnt. Und das belegen auch diese Bilder, die wir am Freitag in Gestei gemacht haben, auch von Schiffen. Manche fuhren mit der Kraft des Windes, manche mit der eigenen Muskelkraft. Natürlich gibt es auch hier in Gestei bedeutend weniger Leute als in anderen Jahren, genauso wie in Hewis. Aber irgendwie hat man hier in Ungarn doch das Gefühl, als wäre Corona schon zu Ende. Vielleicht deshalb, weil alles geöffnet ist, weil man fast schon alles darf. Aber es ist einfach so, also wenn wir uns irgendwo bewegen, wenn wir irgendwo hingehen, haben wir das überhaupt nicht mehr im Kopf, die Maske zu ziehen und mit der Maske irgendwo hinzugehen. Also wirklich, es ist so, als wäre es vorbei. Und es hat sich wirklich alles blitzschnell verändert. Es ist alles ganz anders als noch vor zwei Wochen.
Und genauso wie in Hewies wird hier auch eifrig gebaut. Hier hinter mir wird gerade ein Hotel renoviert und hier auf der anderen Seite werden gerade Neubauwohnungen gebaut. Die meisten Touristen in Keszthely kamen übrigens aus Ungarn. Das haben wir einfach gehört, als sie miteinander sprachen. Aber immerhin waren alle Generationen vertreten. Wildhaft könnte man von schönen Aussichten sprechen. Und auch die ersten Badegäste waren da, die sich von dem kalten Wasser nicht abschrecken ließen. Und hier, die Buffetzeile war wirklich auch ganz gut besucht. Alle kleinen Geschäfte waren auch geöffnet, wie man das hier sehen kann. Und manche haben auch schon ihren Durst gestillt. Auch hier in der Buffetzeile hinter mir gibt es eigentlich einen regen Betrieb. Die Leute haben wieder zurückgefunden zum Balaton. Und so könnte dieses ausfahrende Schiff auch ein Symbol für die neue touristische Saison werden. Hoffentlich nicht nur hier in Keszthely. Und wenn es mit dem Tourismus so klappt, wie wir das in diesem Beitrag angesprochen haben, dann kann ich Ihnen in diesem Sommer einen Besuch in der Burg von Chimek nur empfehlen. Die Burg von Chimek spielte eine wichtige Rolle in den Kämpfen gegen die Türken im 16. und im 17. Jahrhundert und so ist sie auch in der kollektiven Erinnerung der Ungarn erhalten geblieben. Es ist eine schöne kleine Burg, etwa 20 Kilometer von der Westecke des Balatons entfernt. In den nächsten Minuten geht es also dorthin und wenn Sie es können, besuchen Sie doch auch persönlich die Burg von Chimek. Wenn wir von Hewies aus nach Chimek fahren, müssen wir hier rechts abbiegen nach den Außenbereichen von Resi und dann beginnt eine wirklich schöne Fahrt durch die Saloer Landschaft, wie das auch diese Bilder belegen. Auf einer ziemlich holprigen Straße erreichen wir dann die Ortschaft Solosanto. Hier befindet sich auch die buddhistische Stupa. Dann geht es noch einige Kilometer weiter bis zu der Ortschaft Boji. Boji ist auch ein schmucker Ort und nur wenige Kilometer von Chimek entfernt. Und hier in der Bildmitte sehen wir schon die stolze Burg auf dem Berg in Chimek. Die Stadt selbst ist eine schmucke kleine Stadt und egal aus welcher Richtung man nach Chimek fährt, erreicht man früher oder später die Hauptstraße Nummer 84. Und hier vor oder nach dem Veda-Tor muss man links abbiegen, um den großen Parkplatz vor der Burg zu erreichen. Wir fanden jetzt wirklich mühelos einen Parkplatz am Dienstagvormittag. Da war kaum jemand da, noch zu diesem Zeitpunkt, als wir ankamen. Später war es anders. Aber auf jeden Fall von hier aus haben wir unsere Burgerkundungstour begonnen. Man muss unter diesem Tor durchgehen und schon trifft man auf eine ganze Menge von aufgestellten Kanonen, als würden sie alle auf die Burg zielen. Die stammen aber aus späteren Jahrhunderten, nicht aus dem 16. Jahrhundert, aber immerhin verdeutlichen sie ganz richtig und ganz eindeutig, dass es hier auch um militärische Angelegenheiten gehen wird, zumal es sich um eine Burg handelt. Hier sehen wir auch noch einige Gehege, hier werden auch Pferde gehalten, es gibt auch mehrere Ausstellungen und das ist der Punkt, von wo aus man schon einen schönen Blick auf die Burg hat. Aber noch hier unten gibt es auch immer Reitturniere und Ritterspiele, wie das diese bunten Zelte belegen. Schon hier unten bei diesen bunten Zelten können die Kinder einen ersten Eindruck davon erhalten, wie das ritterliche Leben ausgeschaut hat in den vergangenen Jahrhunderten. Und in guten Jahren gibt es in Chimek wirklich viele Ritterspiele, denen man beiwohnen kann. Hier muss man dann noch gut 200 Meter weiterlaufen, also links von dieser Charlo. Und von hier aus hat man schon eine schöne Sicht auf die Burg. Also es wird nicht ganz einfach, es ist ein ziemlich steiler Weg, aber wir werden es tapfer versuchen, nach oben zur Burg zu kommen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier zu diesem Weg zu kommen, denn wir hatten von hier aus gesehen einen doch einigermaßen bequemen Aufstieg, wie man das auch auf diesen Bildern sehen kann. Also man kann fast gemütlich nach oben spazieren. Ganz im Gegenteil dazu, wenn man den kurzen Weg nimmt, wie man das auch auf diesen Bildern sieht, dann hat man einen viel steileren Aufstieg. Wir spazierten also weiter vorbei auch an diesen Schildern, die für die Veranstaltungen eines bekannten Hotels in Chimek werben. Und dann rückte die Burg auch immer näher. Es sind vielleicht so gut 500-600 Meter, die man hier laufen muss. Und von hier aus hat man auch die erste schöne Aussicht auf die Stadt selbst. Und man sieht auch die Burg immer näher rücken. Hier noch eine letzte Kraftanspannung. Das sind die letzten Meter
vor dem Tod und schon sind wir hier vor dem Ticketschalter angekommen. Wir mussten uns nur kurz anstellen und dann haben wir auch zwei Tickets für Erwachsene gelöst. Wir haben insgesamt 3000 Forint, also 1500 Forint pro Person bezahlt. Das ist eigentlich nicht so viel, es lohnt sich auf jeden Fall für so eine Burg. Dieser Weg führt dann nach oben vom ersten Burgtor zum zweiten. Das ist sicherlich das Burgtor zur inneren Burg. Da mussten wir auch noch vorbei an dieser ausgestellten Kanone. Da gibt es überall Kanonen in dieser Burg. Und dann ging es rein in die innere Burg. Und gleich hier hinter dem Tor gibt es auch einen kleinen Ausstellungsraum, in dem man das Alltagsleben der Kadetten kennenlernen kann, aus den vergangenen Jahrhunderten, wie sie gewohnt und wie sie gegessen haben. Für uns ging es aber dann weiter auf den Burghof. Hier sieht man auf diesen Bildern die Südseite und dann auch ein Stück von der Westseite der Burg. Es gibt hier gerade große Umbauarbeiten, wie man das auch auf diesen Bildern sehen kann, manchmal mit akrobatischen Beilagen auf den Dächern. Die Burg soll schöner werden. Man sieht aber auch, dass die Süd- und die Westseite auch jetzt besucht werden kann. Und das hatten wir natürlich auch vor, deshalb sind wir nach Schimmer gekommen. Zunächst aber ein Blick auf das Ziegengehege, das Interesse mehrerer Generationen erreicht hat, wie man wir das auch auf diesen Bildern sehen können. Dann ging es für uns weiter rauf auf die Burgmauer, um die schöne Aussicht zu genießen. Auf dieser Treppe muss man nach oben, wo jetzt Judith gerade lang geht. Und oben gibt es nicht nur die Burgmauer selbst, sondern wirklich eine ganz breite Stelle, wo man ein bisschen spazieren kann, wo man sich alles bequem anschauen kann. Und von hier aus hat man auch wirklich eine wunderschöne Aussicht auf die Gegend bei Schimmeck. Und das gilt besonders dann, wenn man sich auch aus dem Fenster hinauslehnen kann, wie das Judith hier gerade gezeigt hat. Aber die Aussicht ist wirklich prächtig. Schon allein deswegen lohnt es sich, hier nach oben zu kommen. Judith hat dann auch noch einem jungen Paar geholfen, Erinnerungsfotos zu schießen. Sie waren mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden. Und das war auch ein gutes Gefühl. Für uns ging es dann wieder weiter durch diesen engen Durchgang. Und wie Sie das auf den Bildern gleich sehen werden, die Höhe ist nicht gerade unsere Stärke. Wir fühlen uns am Wasserufer viel sicherer als hier oben. Aber wir haben es dann durchgepackt. Und wir haben uns auch gefreut, dass wir den Aufstieg schon absolviert haben und dass wir nicht wieder nach oben müssen. Also der Aufstieg war bei weitem nicht so mühsam, wie wir das gedacht haben. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das gehört auch zur Wahrheit und auch die ungarische Fahne wehte noch über der Burg und so mussten wir keine Türken auf die Folterbank legen, um neue Informationen über ihre Truppenbewegungen zu erfahren. Wir zogen dann weiter zu der Nordwestbastei der Burg, vorbei an gestapelten Steinen, die belegen, wie aus welchem Material die Wände und die Mauern hier gebaut wurden und dann haben wir auch den Kindergarten neuester Art erreicht und auch wieder die schöne Aussicht auf die Gegend von Schimmer genossen mit dem bekannten Hotel hier rechts im Bild. Dann ging es wieder zurück, weil wir noch unbedingt in den alten Turm, in die innere Burg wollten. Man sieht sie hier links im Bild. Da mussten wir wieder diese enge Passage nehmen mit ganz tapferen und sicheren Schritten. Und schon waren wir im alten Turm in der inneren Burg, wie dieser Turm eben genannt wird. Hier gibt es mehrere Ausstellungsräume. Wenn man sich hier durch den engen Eingang quetscht, dann kommt man in einen Raum, in dem verschiedene Foltermethoden und Hinrichtungsarten gezeigt werden. Naja, das Schönste ist es eben nicht, aber das gehört ja auch zum Mittelalter. Das muss man irgendwie auch kennenlernen, wenn man sich ein Bild über das Mittelalter machen muss. Wir haben diese Aufnahmen gemacht und dann sind wir gleich auch weitergezogen. Durch diese Tür hier kommt man in eine kleine Sammlung von Artefakten, die man bei den archäologischen Arbeiten hier in der Burg von Schimmeck gefunden hat. Das ist wirklich sehr interessant. Da gibt es auch Tongefäße aus den verschiedenen Jahrhunderten und Steine und Abbildungen. Und wer es möchte, kann hier auch einen Vogelflug über der Burg von Schimmeck unternehmen. So sieht die Burg von oben aus. Hier geht es schon wieder in einen Ausstellungsraum im alten Turm, in den Rittersaal.
da sieht man so ungefähr, wie man sich das ritterliche Leben von damals heute vorstellt. Diese Treppe führt dann nach oben zu dem Herrn Bischof, der hier oben gelebt hat. Und wie man sieht, hatte er es hier oben relativ bequem für die Verhältnisse der damaligen Zeit. Dann ging es wieder runter auf der Treppe. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, weil sie steil ist. Wir haben noch einen letzten Blick auf die Landschaft um Schümeck herum geworfen. Also es ist wirklich wunderschön hier. Dann ließen wir noch eine Schulklasse passieren. Und als die Kinder alle raus waren und auch die Lehrerin, dann sind wir in die Kapelle reingegangen. Und die ganze Zeit haben wir das gar nicht gemerkt. Nur fast im letzten Moment, dass wir von einem strengen Mönch bewacht wurden. Hier oben ist er zu sehen mit der großen Ausdauer. Und dann waren wir schon so hundemüde, dass wir uns auch etwas gönnen wollten. Und das waren dann zwei heiße Schokoladen. Die waren nicht nur heiß, die haben richtig gut nach Schokolade geschmeckt. Das war für uns auch eine kleine Überraschung, denn damit haben wir eigentlich gar nicht gerechnet. Wir wollten uns einfach nur ein bisschen hinsetzen. Aber es war auf jeden Fall eine gute und richtige Entscheidung für uns. Also, es war heute ein sehr schöner Tag, ein sehr schöner sonniger Tag am 1. Juni hier in der Burg von Schümeck. Und wir können Ihnen nur empfehlen, wenn Sie im Sommer da sind, machen Sie doch einen Ausflug hierher. Sie werden es hundertprozentig nicht bereuen. Wir haben es natürlich auch nicht bereut und wir werden in den nächsten Jahren noch einmal wiederkommen, wie wir das sowieso immer mal machen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man runtergeht, damit man auf den Steinen nicht ausrutscht. Hier noch ein Blick auf die Burg und wir haben auch viele blühende Akazienbäume am Wegesrand gesehen und auch die Arbeiten für das neue Gehege der Ziegen. Hier an der Seite werden Sie es wirklich prächtig haben. Und dann, nach unten geht es ja immer leichter als nach oben, haben wir auch das Auto erreicht und damit war der Besuch in Schümeck für uns beendet. Es war wirklich ein schöner Ausflug am Dienstag dieser Woche in Schümeck. Wir haben es keine Sekunde lang bereut. Die Aussicht von oben ist wirklich wunderschön. Und ein bisschen um die Aussicht wird es auch in den nächsten Minuten gehen. Ich stelle Ihnen nämlich ein Haus am kleinen Balaton vor. Und einen Ratschlag zu diesem kleinen Video kann ich Ihnen nur geben. Bitte schauen Sie sich das alles so an, dass man nicht nur das Haus an sich sieht, sondern auch alle anderen Gegebenheiten, die es sich gibt. Die Aussicht, die Landschaft, die ganze Umgebung und die Möglichkeiten, die dieses Haus in sich verbirgt. Heute zeige ich Ihnen ein kleines, aber schönes Haus hier am kleinen Balaton, oben auf dem Weinberg mit einer prächtigen Aussicht. Man kann sehr viel aus diesem Häuschen machen. Auf dieser Straße sind wir nach oben gefahren und hier vor uns sehen wir auch das Haus, das ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen werde, mit dem Auto davor und auch mit dem Balkon, von dem aus wir eine wunderschöne Aussicht haben werden. So sieht also das Haus aus hier. Der Eingang ist mit Kies ausgestreut. Hier vorne ist der Wasserschacht. Der Außenputz auf dieser Seite fehlt noch, aber das ist wirklich nur ein allerletzter Schritt. Wir sehen hier oben auch eine wunderschöne Aussichtsstelle, die ausgebaut wurde. Auch ein Balkon, fast schon von der Größe einer richtigen Terrasse. Hier muss man die Wände auch noch verputzen, aber sonst wurde die ganze Konstruktion in den vergangenen Jahren gebaut. Also das alles ist höchstens 2 Jahre alt. Diese 3 Rehzeilen, die Sie hier sehen, gehören auch noch zum Haus. Also wenn man sich für diese Immobilie entscheidet, dann kann man hier auch den eigenen Wein genießen. Das ist die hintere Seite des Hauses. Auch hier kann man links reingehen durch diese Tür in die Immobilie. Das ist immer ganz praktisch. Ich mache noch einige Schritte, um auch die Hinterseite des Hauses zu sehen. Hier fehlt nur die Farbe und wenn man die hier aufträgt, dann ist das Haus praktisch auch fertig. Da vorne ist also die Straße und jetzt werden wir auch reingehen in das Haus. Hier sehen Sie schon die
Eingangstür und mit wenigen Schritten sind wir auch schon im Hausinneren. Zuerst kommen wir hier in der Küche an. Da hat auch ein ganz großer Kühlschrank einen Platz. Und einige Schritte weiter ist noch ein kleines Zimmer, würde ich sagen, oder zumindest eine Schlafmöglichkeit. Hier kann man auch ein Bett abstellen und übernachten. Auch hier haben wir ein großes Fenster, das viel Licht spendet für diesen Raum. Und dort kann man sich auch zum Essen hinsetzen, wenn man in der Küche eine Mahlzeit zubereitet hat. Hier vor uns ist ein Holzverbrennungsofen und uns gegenüber auch ein kleiner Gasofen, mit dem man hier für Wärme sorgen kann. Und hier, wie gesagt, auf der rechten Seite finden wir die Küche mit der Spüle. Wir gehen jetzt durch diese Tür. Ich drücke die Klinke und wir treten ein. Hier ist ein größerer Raum. Sie sehen, hier geht eine Treppe nach oben und vor uns ist auch ein Wasserboiler, mit dem man die Warmwasserversorgung des Hauses sichern kann. Hier gibt es eigentlich einen Raum, den man so oder so nutzen kann, je nachdem, für welche Verwendungsart man sich diesen Raum denkt. Ich stelle mich aber auf jeden Fall noch einmal hier in die Ecke, damit wir eine gute Übersicht haben. Auf der rechten Seite befinden sich also einige Schränke, die man natürlich auch rausnehmen kann, wenn man das möchte. Und man kann hier vielleicht auch noch ein zweites Schlafzimmer oder ein größeres Schlafzimmer hier unten einrichten. Das ist auch möglich. Da führt aber noch eine Tür weiter. Und in diesem Raum haben wir das WC und auch die Dusche in der Ecke. Also man kann sich auch hier duschen, man kann das WC hier benutzen. Und wenn wir uns drehen, dann sehen wir auch diesen Holzaufbau. Darunter versteckt sich eine große Zisterne, wie Sie sehen hier mit einem Hauswasserwerk. Also man kann praktisch die ganze Wasserversorgung des Hauses aus dieser Zisterne sichern. Hier noch ein Überblick. So sieht also dieser Raum mit dem großen Fenster aus. Ziemlich groß, eine Zisterne und praktisch ein Bad. Wir gehen jetzt gleich nach oben. Da müssen wir wieder in diesen Raum zurück. Es ist eine ziemlich steile Treppe hier am Wasserboiler vorbei, aber man kommt doch relativ bequem nach oben. Und Sie werden gleich sehen, es lohnt sich auch, nach oben zu gehen. Denn hier oben finden wir ja nicht nur zwei sehr, sehr schön eingerichtete Schlafzimmer, wie das jetzt gleich auf den Bildern zu sehen sein wird. Hier links sehen wir einen Tisch mit vier Stühlen. Hier auf der rechten Seite haben wir auch zwei Betten und eine Tür nach draußen, dort werden wir auch noch rausgehen. Aber zunächst gehen wir hier in das andere Zimmer rein. Das ist auch ein Schlafzimmer hier oben, hier mit einer Couch, mit einem Tisch und zwei Stühlen. Hier kann man auch einen Fernseher unterbringen. Und hier auf der linken Seite des Zimmers gibt es auch ein Bett, besser gesagt auch Platz für zwei Betten. Also hier könnte man auch ein größeres Bett für zwei Personen unterbringen oder zwei Einzelbetten. Ich stelle mich auch hier nochmal in die Ecke. So sieht es also aus. Und hier auf der rechten Seite haben wir auch eine Tür, durch die wir jetzt ins Freie gehen. Und hier von oben aus haben wir eine wunderschöne Aussicht auf die Landschaft. Hier vorne auf der rechten Seite sehen wir den kleinen Balaton, der zieht sich hier durch das gesamte Bildfeld. Und ganz weiter vorne sehen wir sogar den großen Balaton mit dem Badacsonyberg und auch mit der Burg von Szigliget. Also von hier aus hat man sicherlich eine Aussicht, die so circa 50 Kilometer tief hinein in die Landschaft geht. So könnte man das auf jeden Fall sagen. Hier noch einmal die Umgebung des Hauses. Das sieht man also von diesem Balkon aus, wenn man nach unten schaut. Eine schöne Gegend auf einem Weinberg hier im Komitat Soller. Und etwa so groß ist dieser Balkon, auf dem wir uns jetzt gerade befinden.
Dieses Haus hier am kleinen Balaton hat eine wunderbare Lage. Wir haben eine Aussicht auf den kleinen Balaton, auf den großen Balaton, auf die Zeugenberge am großen Balaton und hier hinter mir auch auf die Landschaft des Komitates Zsolo. Und das ist in Ungarn wahrscheinlich die schönste Landschaft. Man muss nur 8 Kilometer fahren und dann erreicht man auch den Thermalkurort Zsolokoros. Also das ist auch nur ein Katzensprung entfernt. Und wenn man 15 Kilometer fährt, dann ist man schon in Nagykanizsa, in einer größeren Stadt, wo man wirklich alles hat, von allen Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu den Ärzten und den Restaurants, also alles, was man normal in einem normalen Leben braucht. Und jetzt gehen wir noch einmal durch. Jetzt sind wir im ersten Zimmer und dann natürlich gleich im zweiten. Hier sind wir raufgekommen und hier geht es wieder raus, wieder ins Freie. Von hier oben aus hat man auch eine wunderschöne Aussicht auf die Landschaft im Komitat Zsolo, wie wir das jetzt sehen können. Auf dieser Seite sehen wir nicht den kleinen Balaton und den Balaton, sondern einen Weingarten, von dem diese 3 Rebzeilen noch zu diesem Haus gehören. Also man kann hier auch den eigenen Wein genießen und natürlich auch die schöne Aussicht auf die Wälder hier in Zsolo. Soweit also unser kleines Video von diesem Haus am kleinen Balaton und in den nächsten 4 Minuten stelle ich Ihnen noch ein anderes Grundstück mit einem kleinen renovierungsbedürftigen Haus vor. Beide gehören dem gleichen Besitzer und er würde gerne beide gleichzeitig verkaufen. Zu diesem zweiten kleinen Haus gehört ein wunderbares Grundstück. Von dort oben sind wir also mit dem Auto hierher gefahren und hier auf der linken Seite sehen wir auch das Haus, das wirklich Potenzial hat, ein schönes Ferienhaus oder ein schönes Wohnhaus zu werden, besonders zu diesem bombastischen Preis. Und wenn Sie gleich das Grundstück sehen werden, ich denke, dann werden Sie die gleiche Begeisterung spüren, die ich jetzt auch spüre, weil es ist hier einfach wunderschön. Also ich finde kaum die richtigen Worte, wie es hier aussieht. Es ist ein wunderschönes Grundstück mit hohen Akazienbäumen und mit einer schönen Rasenfläche hier vorne. Etwas weiter unten ist das Gras nicht gemäht, aber das kann man auch ohne weiteres machen. Und Sie sehen, ein Großteil des Grundstücks, ich denke so um die 80%, wenn nicht mehr, sind auch umzäunt. Wenn Sie hier Tiere halten möchten, dann können Sie das sofort beginnen und man muss keinen neuen Zaun ausbauen. Hier hinten gibt es auch einen Bretterverschlag, in dem werden jetzt die verschiedensten Sachen und Geräte aufbewahrt, aber man könnte das praktisch auch zumindest provisorisch als einen Stall benutzen, sogar für Pferde, für größere Tiere, die hier ohne weiteres Platz finden würden, weil es ist ja relativ groß. Und hier unten, wenn Sie hier auf das Bild schauen oder wenn Sie jetzt die Kamerabewegung verfolgen, sehen Sie ja auch, wie weit dieses Grundstück noch geht, bis zu den ganz hohen Bäumen dort am Ende dieser Rasenfläche. Also es ist eine echt wunderbare Gegend hier mit einem wunderschönen Grundstück im Grünen. Wir gehen auch hier ganz kurz rein und ich hoffe, dass einiges auf den Bildern zu sehen sein wird. Hier vorne haben wir also einen Raum, der früher als Pressraum gedient hat. Hier weiter vorne war der Weinkeller. Da sind jetzt verschiedene Geräte und Sachen drin, die man so hat und die man irgendwo aufbewahren muss. Vielleicht sieht man das auch auf den Bildern, auf den Aufnahmen. Das ist also der zweite Raum hier. Und wenn wir durch diesen Raum gehen, gelangen wir in den dritten Raum, der früher sicherlich als Küche gedient hat für die Leute, die hier die Weinlese gemacht haben. Der dient jetzt auch als Lagerraum. Viel sieht man jetzt zwar nicht, aber auf jeden Fall konnte ich Ihnen vielleicht zeigen, dass es hier im Haus 3 Räume gibt, die zwar relativ groß sind, also ein Ferienhaus daraus zu machen oder ein kleines Wohnhaus, das dürfte ohne weiteres gehen, hier vielleicht mit einem Wohnzimmer.
Dort unten bei den hohen Bäumen beginnt das Grundstück und hier am Bretterverschlag vorbei bis zu dem Häuschen dort vorne in der Bildmitte geht das Grundstück fast gänzlich umgezäunt mit wunderschönen Akazienbäumen. Und mit diesen zwei Häusern am kleinen Wallathon sind wir auch am Ende der jüngsten Ausgabe von Unganimo TV. Schön, dass Sie auch heute dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein weiterhin schönes Wochenende und dann einen guten Start in die neue Woche. Von uns tschüss, bis zum nächsten Mal.